Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Nikolaus. Wie? Das haben Sie gar nicht mitgekriegt. Haben Sie keinen Stiefel vor die Tür gestellt, in der Hoffnung, dass er über Nacht vom Nikolaus mit Süßigkeiten gefüllt wird? Ja, ja, unsere profane Gesellschaft hat den Glauben an so ziemlich alles verloren. Die Menschen glauben nicht mehr an den Nikolaus, das Christkind oder den Weihnachtsmann. Sie zweifeln an der Existenz des Osterhasens und selbst der Klapperstorch sitzt auf dem absteigenden Ast. Wer aber glaubt, der moderne Mensch komme ganz ohne Aberglauben aus, der irrt. Der moderne Mensch glaubt halt moderne Märchen. Zum Beispiel das von der Rendite. 4000 deutsche Anleger glaubten, dass die New Yorker Firma BCI in einer Zeit, in der die Zinsen auf dem absoluten Tiefpunkt angekommen sind, trotzdem Renditen von 15,5% erwirtschaften könne. Auch die Tatsache, dass die Stiftung Warentest schon im Jahr 2005 vor der Firma BCI gewarnt hat, konnte den Glauben der Renditejäger nicht erschüttern. Dieser Glaube hat sie pro Kopf im Schnitt 25.000 Euro gekostet und beschäftigt derzeit 116 Ermittler des Landeskriminalamtes. Die vom Steuerzahler bestrittenen Gehälter von 116 Ermittlern werden jetzt eingesetzt, um mittels Wohnungsdurchsuchungen und Verhören die völlig neue Erkenntnis zu gewinnen, dass sich Gier und Dummheit zu gerne paaren. Warum wird da ermittelt? Warum erklärt man den Anleger nicht einfach, wenn sie einem fremden Hund eine Wurst hinhalten, müssen sie sich nicht wundern, wenn er danach schnappt? Hätten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gestern Nacht im Glauben an den Nikolaus ein paar Designerstiefel im Wert von 1000 Euro für Ihre Haustür gestellt und die wären heute Morgen verschwunden gewesen, statt mit Süßigkeiten gefüllt auf Sie zu warten, wäre ich gern dabei, wenn Sie der Polizei diesen unglaublichen Diebstahl melden. Vermutlich würde man Ihnen versichern, dass Ihre Stiefel durchaus gefüllt wurden, nur halt nicht mit Süßigkeiten, sondern mit den Füßen des glücklichen Finders. Wenn Sie aber, obwohl die Stiftung Warentest ausdrücklich davor warnt, gestern Nacht 25.000 Euro vor Ihre Haustür gelegt haben, in der Hoffnung, dass der Nikolaus das Ganze um 15,5% aufstockt, dann können Sie natürlich darauf vertrauen, dass sich die Soko Osterhase um Ihren Fall kümmert. Um Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kümmert sich an dieser Stelle ab nächste Woche dann wieder der Kollege Tobias Mann, während ich mich in den Winterschlaf verabschiede. Im Februar hören wir uns dann wieder. Bis neulich.